Sulsul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass die erste Folge so mega gut angekommen ist. Ihr glaubt gar nicht, wie krass mich das wirklich freut, dass ihr euch so extrem gefreut habt, dass wieder Sims kommt. Also wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht kriege ich sogar hin, dass ich jetzt hier Samstag und Sonntag eine Folge bringe. Eigentlich war nur eine für Sonntag geplant. Vielleicht kriege ich Samstag und Sonntag sogar hin. Ja, nochmal an all diejenigen auch, die jetzt vielleicht durch Sims wieder zurückkommen oder auch neu hierhin finden. Jetzt ist übrigens mein Papa gerade da, anstatt Bob Pancake. Denn irgendwie ist mein Spielstand nicht gespeichert worden. Ich habe jetzt auch kein Löwenmäulchen. Ich habe auch diesen Stein nicht. Ich habe Tuning-Teile gefunden und ich habe den Geldbaum schon gekauft. Um wieder so ein bisschen auf dem zu sein, wo wir uns in der letzten Folge verabschiedet hatten. Wie ist denn das? Was ist denn das hier für eine Löwenfrisur, die hier an die Tür klopft? Duane Talla, ein Teenager. Hat so ein bisschen was von Maui, zumindest von den Haaren. Ja, ich mache das vielleicht für die Rückkehrer, die mich damals auf Sepp geschaut haben. Ich mache die Folgen nicht mehr so lang. Ich mache die Folgen nur noch maximal 15 Minuten lang, 10 bis 15 Minuten. So sind sie zwar leider relativ kurz, aber damals ist es ja so gewesen, dass ich komplett hauptberuflich von YouTube gelebt habe. Mittlerweile ist es so, dass ich eine 75% Stelle habe, also 30 Stunden Teilzeit und den Rest von YouTube. Und ich habe auch wieder einen Freund. Also diejenigen, die mich damals geguckt haben, die haben vielleicht einiges noch gar nicht mitgekriegt. Denn von Fabi habe ich mich ja getrennt. Wir sind ja nicht mehr zusammen. Unter anderem auch einer der Gründe, warum ich mich vom großen Kanal zurückziehen möchte. Also wir sind einer der Gründe und das hier Aufbau. Und ja, da ist einfach für YouTube nicht mehr ganz so viel Zeit. Und damit ich trotzdem eine Regelmäßigkeit bieten kann und alles unter einen Hut bekomme, mache ich die Folgen halt einfach nicht mehr ganz so lang. Weil ich mir dachte, besser so, als dass ich dann sage, ach, ich schaff's heute nicht. Ach, ich habe wieder keine 20 Minuten. Oh, doch nicht. Und dann erst so nach anderthalb Wochen wieder eine Folge bringen. Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Jo, hallo Papa. Ich möchte Programmieren üben, weil ich ein Nerd bin. Aha. Was möchte ich noch? Ich möchte mir selber im Spiegel bewundern. Das können wir mal gerade machen. Und Programmieren könnten wir durchaus auch mal üben. Ich bin am Überlegen, ob ich mich vielleicht auch an der Universität einschreibe. Ich meine, ich habe gerade kein Geld, um mich an der Universität zu bewerben. Aber das ist ja das letzte Pack, wo ich nochmal reingeschaut hatte, wo ich dann aufgehört habe. Und ja, ich bin ja noch eine junge Erwachsene. Ich bin zwar momentan schon Freelancerin ohne Grafiktablet. Was ein bisschen doof ist, weil ich so nicht arbeiten kann. Aber so könnte ich vielleicht gucken, hier Stipendium. Was gibt's denn nochmal? Was gibt's denn nochmal? Foxbury und Universität von Brightchester. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Also ich würde es auf jeden Fall spannend finden. Ich meine, ich bin jetzt im echten Leben, bin ich ja bald 30. Ich werde ja diesen Monat schon 30 Jahre alt. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Gut, in dem Alter kann man zum einen auch noch an die Uni und zum anderen... Ich habe ja hier in Sims das Uni-Zeitalter verpasst. Was haben wir denn hier? Das stets als Elite-Universität eingestufte Foxbury Institute befindet sich auf einem modernen Campusgelände. Es verfügt über eindrucksvolle Gebäude und blickt auf eine große Schar Ehemaliger zurück, die als Innovationsführer auf ihrem jeweiligen Gebiet Karriere gemacht haben. Die Universität ist immer auf der Suche nach Studenten, die sich wagen, große Träume zu haben. Abschlüsse: Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst, Theaterwissenschaft, bildende Künste, Geschichte, Literatur und Sprache. Ja, da wäre dann vielleicht für mich hier mit Grafik, ja, Kunstgeschichte ist vielleicht, weiß ich nicht. Aber was, wenn ich ja auch hier so ein bisschen Influencer-mäßig vielleicht unterwegs sein werde, Kommunikation? Also Kommunikation und Kunstgeschichte finde ich jetzt gar nicht so uninteressant. Und Spezialabschlüsse Biologie, Computerwissenschaft, Wirtschaft, Physik, Psychologie und Gaunerei. Psychologie fände ich auch mega spannend. Ganz ehrlich, wenn ich mich nochmal neu orientieren könnte, fände ich Psychologie mega interessant. Ich glaube, das ist ein mega interessanter Studiengang. Von daher fände ich das gar nicht so doof. Biologie und Computerwissenschaft hätten wir dann noch. Und was haben wir hier?
Was haben wir noch mal an der Universität von Brightchester? Ich wollte ja auch mal noch nach Zaubersprüchen gucken. Mensch, Leute, wir können so viel machen. Das gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht hier. Und Ferkelchen fliegt da weiter fröhlich rum. Was haben wir denn hier? So, die traditionellen Vorlesungssäle der Universität von Brightchester blicken auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurück. Von königlich bis unbekannt wurden hier alle Arten von Studenten unterrichtet. Die Universität ist stolz darauf, sowohl Wissen als auch Moral zu vermitteln, damit sich die Studenten zu vielseitigen und aufrechten Sims entwickeln, die bereit sind, in die Welt hinauszuziehen und etwas zu verändern. Was haben wir denn? Ach, ich habe eben gar nicht geguckt wegen den Organisationen. Was haben wir hier? Ach so, so rum ist das hier. Ach so, Abschlüsse und ich weiß nicht, wie ich an die Spezialabschlüsse komme. Also Psychologie fände ich interessant. Computerwissenschaft wäre interessant. Wirtschaft würde sogar auch irgendwie irgendwo passen, weil ich ja gelernte Industriekauffrau bin. Kunstgeschichte und Kommunikation. Ich weiß es tatsächlich nicht, wo ich hingehen soll. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich hier wirklich Psychologie machen möchte, dass ich nach Brightchester gehen würde. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Also Psychologie fände ich schon spannend, muss ich ehrlich sagen. Stipendien. Wir können ja mal gucken, dass wir uns um Stipendium bewerben. Können wir einfach mal schauen. Streuner, Sport. Ein Sim muss an der Universität angemeldet sein und im Fußballteam spielen, um dieses Stipendium zu behalten. Aha. E-Sports. Um dieses Stipendium zu behalten, muss der Sim an der Universität eingeschrieben sein und an der außerschulischen Aktivität E-Sports teilnehmen. Das wäre doch eigentlich cool. Wir bewerben uns jetzt einfach mal für das E-Sport-Stipendium. Ich habe nur keine Ahnung, wann ich da jetzt eine Rückmeldung bekomme. Lass uns doch mal gucken. My Sims Go spielen. Ich fange jetzt schon an zu trainieren hier. Erdbeerstrauß. Mikroskop-Probe. Ich weiß nicht, was wir mit der Mikroskop-Probe. Ich weiß nicht mehr, was wir mit einer Mikroskop-Probe nochmal machen können. Aber ich sammle die jetzt einfach mal. Da hinten können wir, glaube ich, Pilze sammeln. Nee, wir können es nur angucken. Hier können wir aber die Löwenhäulchen ernten. Hier können wir nochmal graben. Und da können wir auch Löwenhäulchen ernten. Oh, Errungenschaft, Koch im Rampenlicht. What? Ich habe das höchste Level der Kochfähigkeit erreicht? Introvertiert, ein Sim, 24 Stunden, keinerlei soziale... Warum? Ich habe dort die Sims begrüßt, die bei mir waren. Und wachhalten, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Sim schon aus einem früheren Let's Play hatte. Und das jetzt einfach dadurch hier so ein bisschen vermischt wurde. So, wir haben zwei weitere gewöhnliche Tuning-Teile erhalten. Da können wir noch nach Fröschen suchen. Gut, und essen müsste ich dann aber... Seit wann? Gut, Feinschmecker kochen bin ich noch nicht so gut drin, aber ich habe tatsächlich als erste Fähigkeit Kochen maximiert. Das finde ich interessant. Wobei ich ja sage, ich... Ein gepunkteter Eierpflanzenfrosch. Okay, war das nicht ein guter? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, nee, doch nicht. Ich koche sehr, sehr gerne. Ich koche tatsächlich sehr, sehr gerne. Wenn ich am Wochenende bei meinem Freund bin, machen wir das meistens so, ich suche mir immer für den einen Abend was aus, er sucht sich für den anderen Abend was aus. Meistens kochen wir dann aber trotzdem zusammen oder helfen uns zumindest irgendwie beim Gemüseschnippeln oder sowas. Aber, ja, mittlerweile koche ich echt total gerne. Ich habe ja sogar auf SimpliCuddy schon Kochvideos hochgeladen und Backvideos. Ich glaube, drei Stück? Drei Stück sind, glaube ich, schon online. Ja, ich glaube, zwei Kochvideos und ein Backvideo. Und, da habe ich jetzt so ein bisschen meine Leidenschaft für entdeckt, die letzten Monate. Warum zockt der mir eigentlich meinen Strom ab?
Glaub das ja nicht. Was haben wir hier? Komisches Spiegelbild. Irgendwas sieht heute falsch aus. Wie peinlich. Hä, warum? Was sieht an mir komisch aus? Hallo? Haust du nicht auf meinem Computer rum? Ich muss los. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr wunderbar. Ich war zwar die ganze Zeit draußen unterwegs und habe mir null Zeit genommen. Aber wenn du meinst, ich habe mir Zeit für dich genommen, dann ist ja alles Töfte. Das ist ja wunderbar. 19 Uhr. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob wir morgen eine Info bekommen wegen des Stipendiums. Morgen ist Montag. Also hier in Sims. Das wäre cool. Und ich muss hier echt mal mehr zaubern lernen. Aber warum kann ich denn? Ich kann ja keinen einzigen Zauberspruch, haben wir ja in der letzten Folge bemerkt. Was möchte ich jetzt machen? Tierkekse. Ganz ehrlich, ich kann so gut kochen, da will ich Tierkekse machen. Kochen. Was ist denn hier Feinschmecker kochen? Kann ich nicht sehen, oder? Italienische Fleischbällchen. Ich kann mir fast nichts leisten. Thunfischauflauf. Oh Gott, da hätte ich jetzt Appetit drauf. Ich habe sogar ein beliebiges Obst. Dann mache ich mir halt einen Obstsalat. Didelidim. Ist jetzt zwar nichts Special-mäßiges, aber dann mache ich jetzt einen Obstsalat. Ja, so sieht das bei mir in echt auch immer aus. Nein, sieht's nicht. Nein, leider nicht. Aber wäre bestimmt lustig für die Videos. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal so gut. Kann ich ja jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Wenn Montag keine Videos kommen, dann wisst ihr, ich habe mir die Finger abgeschnitten, deswegen kann ich die Maus nicht mehr nutzen. Versuche ich vielleicht wirklich lieber nicht. Oh Mann. Ja. Ich bin gelangweilt. Scheinbar ist das keine Herausforderung, die groß genug für mich wäre, einen einfachen Obstsalat zu machen. Oh Leute, Obstsalat? Es ist zwar mega viel Arbeit, aber Obstsalat bei so warmem Wetter ist immer super. Ich bin sowieso so ein richtiger Obstsalat-Fan, so mit Weintraube, Apfel, Birne, Kiwi, Erdbeeren. Also finde ich mal ganz, ganz toll. Esse ich total gerne. So. Aber dann würde ich sagen, futtere ich jetzt auch erstmal vor mich hin. Und wir sehen uns dann ja vielleicht schon morgen wieder, je nachdem, wie ich das alles zeitlich hinbekomme. Ansonsten, ihr findet auch, ich weiß gerade gar nicht, ob ich den auch in der Videobeschreibung habe. Wenn nicht, dann solltet ihr das definitiv mal tun. Ansonsten findet ihr auch in der Kanalübersichtsseite oben im Banner so ein Google-Symbol. Da findet ihr nämlich den Upload-Plan. Und da könnt ihr immer just in time anhand der Farben verfolgen, welches Video ich noch aufnehmen muss, welches noch aufgenommen welches aufgenommen ist, aber noch nicht geschnitten und welches fertig geschnitten und hochgeladen und getimed ist. Das könnt ihr da immer sehen. Das heißt, da seid ihr wirklich aktuell auf dem Stand der Dinge, wann welches Video kommt. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut und bis, da ist das Schweinchen weg. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.